Moin Mädels und willkommen bei Max Beatshop. Wie ihr merkt, es ist dunkel, ne? Deswegen brauchen wir uns nicht selber filmen, dafür ist ein totaler Schwachsinn. Ja, was machen wir heute? Wir haben wieder Golf 2 Projekt angesagt, ne? Nachdem ich euch ja verkündet habe, dass wieder Halle nichts mehr ist, lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen und machen trotzdem weiter. Wir werden schon irgendwo was finden, irgendwas wird sich ergeben, ich weiß das, ich habe da ein Gefühl. Ja, eben, anders geht's ja nicht. Also, Speed Shop lives together, Speed Shop lebt weiter und wir gurken mal eben hier jetzt mal eben zum Autoteilehändler. Ich brauche ein bisschen Öl für den 2er Golf. Machen eben Ölwechsel, wenn einen Ölfilter da haben, auch gleich mit Ölfilter. Wenn die keinen Ölfilter da haben, machen wir erstmal nur einen Ölwechsel ohne Ölfilter und hier drehen den Filter einen Tag später dann rein oder was. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, das ist Jacke wie Hose. Nur eben, dafür dann auch schon mal frisch haben, das Öl. Das ist der Plan. Mal gucken, was sich noch so ergibt an dem Auto. Da gibt es ja genug eigentlich dran zu tun. Aber das sehen wir ja gleich. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Werkstatt. Im Halbdunkel. Ach so, und muss noch mal gucken, ob der Motor ölig ist, machen die trocken, gucken noch mal eben vorhandene Roststellen oder keine vorhandenen Roststellen. Müssen wir eben den Werk kurz durchchecken für den TÜV, weil wie gesagt, der muss ja hier wirklich ordentlich sein, weil ich will ja keine 80 Mal hinfahren. Vielleicht nur einmal hinfahren, Plakette kriegen und weg. Weil ich nicht glaube, aber Hoffnung stirbt zuletzt, ne, wisst ihr ja. So Jungs, wir sind in Wilhelmshaven mittlerweile. Vorher war ich am Arsch der Welt. Ja, eigentlich auch nicht. Neuenburg war ich gerade gewesen. Und da vorne ist gleich mein Teilhändler des Vertrauens. Wie gesagt, ich werde dort nur einen Ölfilter bestellen oder kaufen und Öl kaufen. Das reicht. Einen Endtopf für den Golf will ich wahrscheinlich online kaufen, weil hier die Preise allgemein schon so abgehoben sind. Also die sind echt teuer geworden. Früher hat ein Endtopf für den Golf 2 im Internet 15 Euro gekostet, die kosten jetzt auch schon über 30. Also die haben richtigen, was ich auch nicht, richtigen, eine richtige Preisstellung haben die mitgemacht, seitdem die Dinger mal älter werden. Frag mich echt nicht, also ist schon echt hardcore. Aber egal, so, gucken wir mal. Öl, 15W40, teilsynthetisch oder sogar, nee, High Performance Motoröl, ist synthetisch, glaube ich sogar. Ölfilter hatten sie da, geile Nummer. Bremsenreiniger für unseren Motorblock, falls ich nicht genug haben sollte. Und hier, was habe ich jetzt bezahlt? 26,41. Das geht, das ist in Ordnung. Ölfilter ist über 5 Euro, oder wo die liegen. Man kann hier gucken, kann ich mal gucken, wie viel die kosten. Warte mal. Schauen wir mal. Ölfilter für die Kiste kostet 5,80 Euro. Dann hast du hier 14,29 für das Öl und 2,10 Euro für Bremsenreiniger. Das kommt hin. Ja, was willst du machen? Mal eben so ein Thema, ich kaufe keine neuen Sachen, aber auf jeden Fall habe ich keinen Schlüssel in der Tasche, das ist immer scheiße. So, jetzt sehen wir uns gleich bei der Werkstatt, weil, Alter, was das ist, oh. Mal gucken, ob wir noch Licht haben, ob noch alles beim Alten ist. Momentan traue ich im Kanalweg, sag ich mal, der Welt da so ziemlich alles zu. Aber rufen wir heute aus von deinem Alter, alles ist gut. Alles ist gut, solange du wild isst. Ja, wisst Bescheid, bis gleich. So Mädels, hier steht jetzt unser Golf 2 Projekt. Langsam aber sicher in Richtung Fertigstellung. Da ist das Öl, da ist der Ölfilter, da ist der Bremsenreiniger. Was brauchen wir? Genau, Auffahrrampen. Natürlich aufpassen, die Auffahrrampen gut mit Gummi unterlegen, damit die nicht nach vorne rutschen und hier den Golf beschädigen von Rufen. Das wäre nämlich nicht so geil. Da kriegen wir aber ordentlich hin. Übrigens hier, danke nochmal an euch, ne? Das sind alle Fanpakete. Heute war Rufen bei unserem Paketfritzen gewesen, sagen wir, bei Hans und Hermann eben an, hat die Dinger abgeholt und gesagt, hier, Max, hier, glaubst du nicht? Ja, echt nicht. Geil, Jungs, danke nochmal. Nur mehr in so einem Video drin. Wie gesagt, alles kriegt einzelne Videos, wie es immer so gewohnt ist, ne? So, ich packe mir eben die großen Rampen davor, lege da meinen Gummi unter, dann fahre ich da mal eben rauf und dann gucken wir mal uns unseren Golf von unten an, weil ich habe bisher noch keinen großen Blick. Nur mal eben diesen Proforma, ich gucke mir eben den Schweller an, ob er durch ist, Blick, ne? Aber sonst noch gar nichts so richtig. Das machen wir jetzt. Und schauen mal, was Phase ist. Nicht, dass der Hobel wirklich nachher noch ein Arschloch ist und wirklich noch ein Arsch ist. Und glaube ich aber gar nicht mal. Hier, guck mal, übrigens, ich habe hier die Antenne erstmal geupgradet. Da ist von der Wiedermeisterdecke rangeklebt, damit das Loch wenigstens zu ist. Ja, sieht, ne? Ich habe erstmal jetzt ein Provisorium, damit es dicht ist. Da habe ich ein Loch drin. So, Rampen vor, bis gleich.
jeden, der solche Rampen hat, ne, empfehle ich immer, so Gummimatten sind was Feines. Weil sonst fliegen die so nach vorne und die wiegen richtig was, ne? Gut, die sind nicht original, die kannst du im Laden so nicht kaufen, wie die sind. Die habe ich auch mal gekauft von eBay, von so einem Typen, der die selber baut. Oh, hab ich bezahlt dafür, ich glaube 150 Euro damals oder was. War eine geile Investition, bis heute. Doppelt so hoch wie normale Auffahrrampen. Gut, ich probiere meinen Look, ich fahre jetzt mal Ding mal hoch. Hoffentlich klappt alles, sehen wir gleich. Jetzt gehen wir unter das Auto. Das ist ein Jacke ausgezogen, die war noch so gut. Ah, Alter. Mhm. Guck mal, war nicht irgendwas mal neu gekommen. Scheiße, der ist ja trocken, der Motor. Oh, fast trocken, guck mal. Der ist nicht viel mehr. Guck mal, alles neu abgedichtet worden. Aber mir wurde erzählt, der Wagen, der wurde kurz vor dem Abstellen überholt. Abgedichtet, einzig und zack. Und das sieht auch ganz gut aus hier eigentlich. Und so guckt, das ist dieser komische Standrost. Das sieht okay aus. Hier ist ja auch nichts durch dran, oder was? Nee. Das ist okay. Hinten runter. Sperren sind okay. Hinterachse ist okay. Auspuff sind mir das Schönste. Müsste aber. Das ist ein gebraten. Das könnte von mir sein. Seht ihr das am Schalldämpfer? Naja, Loch an Loch hält doch, ne? Ja. Hm. Das sieht ekeliger aus, wie es eigentlich ist, das hier. Warte, ich stelle mir einfach mal eben hin. Wenn ihr so guckt, ist alles nur Flugrost. Das ist dieser Standrost, von dem ich erzählt habe, der ganz komisch ist. Wir haben einen mega langen Ölfilter, also haben wir schon mal den richtigen Ölfilter, der ist aber auch neu gewesen. Auch relativ neu. Also scheinbar sind alle Geschichten, die ich von dem Wagen gehört habe, okay, sind in Ordnung. Hier. Achsmanschette neu gewesen. Bremse ein bisschen schwarz gemacht. Darunter. Guck mal, das ist Frostschutz da. Aha. Okay. Ja, auch der hier. Nagelneue Schraube drin unten. Spinnweben dran sogar. Nee, kannst nichts zu sagen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto. Auch wenn ich hier mal neu versiegeln will mit Unterbodenschutz oder was. Guck mal, sogar die Buchsen hier sind neu. Hier, der. Da ist die Buchse neu, die Querlenkerbuchse. Nee, wundern, der hat diesen Kühlwasseraustritt damals gehabt. Da ist die neu. Die ist nicht neu, das ist eine alte Buchse. Aber dafür ist die Schraube neu. Doch, die ist neu. Guck mal hier oben. Das Gummi an. Da auch. Da auch. Das ist ein Ding. Warum macht man ein Auto fertig und stellt es dann Ewigkeiten in der Garage? Ich verstehe das nicht. Hier ist ja fast kein Handlungsbedarf. Hier ist Getriebe schwitzt. Das müssen wir machen. Das hier, hier ist das zusammengeschraubt an der Hälfte und da schwitzt das raus. Kann nach der Standzeit ruhig mal passieren. Ist nicht schlimm. Wir gucken mal, was trocken gemacht habe, ob es wiederkommt. Aber ich glaube nicht, dass es dramatisch ist. Hey, Jungs, mir ist das nicht. Also ich habe gedacht, ich finde hier noch irgendwas, wo ich wirklich rumgurken muss. Hinterachse sauber machen ein bisschen schwarz drauf, ein bisschen gut machen, ein bisschen Unterbodenschutz.
Mittelscheinwerfer habe ich noch liegen. Ein Endscheinwerfer muss neu. Hier, auch da ist er, so ein gepflegter Auspuff. Das ist ein Ding. Also der würde erst über einen TÜV gebaut und dann würde der hier stillgelegt. Tatsächlich. Na gut, ich fange mal eben an. Ich werde das mal eben in der Ölwanne holen. Dann lassen wir diese Schraube ab. Das ist die Ölablassschraube. Danach drehen wir ihn hier ab. Das ist der Ölfilter. Ne? Alles schön in die Wanne rein. Alles weg. Dann wieder rein. Der wieder rein. Den wollen wir ein bisschen Öl auffüllen. Ölstand wieder korrigieren. Motor sauber machen. Auto wieder runter. Auftrag erfüllt. Mehr ist das nicht. Aber wird einiges verändern an diesem Auto. Wie gesagt, das Öl ist schon steinalt. Ihr habt nicht unrecht. Ich habe mich darüber informiert. Ich werde es auch beim 86C da hinten wechseln. Das steht auch schon Ewigkeiten rum. Seit 10 Jahren. Also. So, gut, ich fange mal an. Ich bin gleich wieder für euch da. Ich hole mal erstmal irgendwas, wo ich das Öl reinlaufen lassen kann. Eine Art Wanne oder irgendwas. Also eine Ölablasswanne. Ich habe sogar sowas, aber nur auf dem Boden. Also das hier habe ich. Das ist eine Ölablasskiste. Hier seht ihr sie. Sie sieht doch dementsprechend aus. Mit Ölablassresten. Aber egal, das ist manchmal so. Zack. Und jetzt kommt da das Öl von dem Wagen rein und das ist das gut. Ich probiere mein Glück. Mal schauen. Kann ich es ein bisschen ausleuchten? Nee, mal eben kurz gucken. Die Gurkenlampe kann ich noch knicken, ne? So. So, ja, so geht das. Einigermaßen. So, schauen wir mal, was passiert. Wenn wir jetzt die Schraube anlösen. Nix, das funktioniert. Was rein. So, jetzt haben wir eine schwarze Stange. Und die müsst ihr auffangen. Staub, Dreck. Habe ich meine scheiß Uhr nicht abgemacht. Oh oh. Gib mir her, Gamertine. Komm schon, Schoggi. Komm schon. Guck mal, das Öl aussieht, bin ich gespannt. So, ist eine Späne unten dran? Nein. Schon mal sehr gut. Das Öl sieht auch okay aus. Das Öl ist noch nicht so alt von dem Auto. Also Öl ist schon steinalt, aber nicht viel gefahren. Das ist nämlich nicht ganz schwarz. Das ist nämlich einfach nur so ein bisschen gräulich. Special Effects. So, der läuft jetzt mal leer. Hat schon Golf drauf. Ich glaube irgendwie 3 Liter oder irgendwas. Ich weiß ja nach Bauchgefühl mit dem Auffüllen. Machen wir eigentlich keinen Kopf drum. Das geht. So, währenddessen muss der Ölfilter jetzt ab. Und dafür brauchen wir einen Ölfilterschlüssel. Natürlich, außer der ist so locker, dass wir mit der Hand lösen können. Glaube ich aber nicht, ne. Manchmal sind die ganz locker gesetzt, aber der in dem Fall jetzt nicht. Gut. So, das hier ist ein sogenannter Ölfilterschlüssel. Thema haben wir schon mal gehabt. Beim früheren Tutorial wirkte man Öl beim Auto. Ne, habe ich schon mal gemacht, aber egal. Wer das nicht weiß, weiß es jetzt. Guck mal, das Wasser am Öl, seht ihr das? Ich dachte, das war nötig. Voll blasig, das Zeug. Tatsächlich. Naja, gut. Wir werden jetzt diesen Filter auseinanderpflücken, hoffentlich. Hoffentlich geht es überhaupt, mal gucken. So. Da ist der Ölfilter. Ich habe es gelockert. Ich kann das Ding gerade nicht festhalten und gleichzeitig leuchten. Das hat den Nachteil daran, dass wir halt jetzt Winter haben. Ne? Das war wieder kein Problem gewesen. So, jetzt bauen wir den eben ab. Kommt das Öl schon rausgelaufen? Ich war locker. Am besten ist, er macht sowas, wenn das Öl warm ist. Aber wir wollen es nicht warm laufen lassen, aus Zeitgründen. Sieht der aus? Sieht okay aus. Und nicht groß rostig oder irgendwas. Geht. Lass ihn mal eben ausbluten. Und dann kommt der neue Scheiß dran und das ist fertig.
neuer Ölfilter. Und wir füllen jetzt mit Öl auf, mit nagelneuem Öl, was folgenden Grund hat. Weil wenn der Motor angeschmissen wird, ist er ganz kurz ohne Öldruck, weil er den Ölfilter auffüllen muss. Und wenn wir ein bisschen Ölfeuer reinmachen, haben wir das Problem natürlich nicht so extrem. Das heißt, wir haben keine ölfreie Zeit, wir haben keinen Verschleiß am Motor und gut ist das. So, das eben einsacken lassen. Das kommt gleich, blub, seht ihr das? Und dann kommt ihr da rein. Besten die Dichtung, immer mit einem ganz klein bisschen Öl einschmieren. Wird die besser dicht. So, muss man aufpassen, dass ihr so hinkriegt, dass ich mich nicht damit selber unbedingt einsau. Aber das Ding trotzdem festmachen kann, ne? Scheiße, interessant. So, sieht doch geil aus, oder? Ein neuer Teil an diesem Auto. So, der tropft auch gerade das letzte bisschen. Ich werde nicht mehr so ein Schicksal erholen. Die Schraube wieder reindrehen. Damit wir das Öl wieder einfüllen können. Das wird natürlich erst machen können, wenn der Wagen gerade steht. Das macht jetzt nicht viel Sinn. Also, ja, das soll man machen. Gerade stellen, Öl drauf. Ja, Problem erledigt. Nichts klackert mehr. Wahrscheinlich immer noch, aber auf jeden Fall kann man sagen, das sieht nicht mal im Öl. Das Öl sieht ganz gut aus. Bremsenreiniger später, ein bisschen Spucke, Öl weg, hier ist alles trocken, da ist dann minimal Ölfeuchte oben, das war nicht schlimm, hier ist trocken, Ölwanne ist trocken, als ihr das Flecken seht, ist der Bremsenreiniger, der gerade verfliegt, aber so sagen, das lassen wir so, das ist vollkommen in Ordnung, also TÜV-Mangel, Motorölfeucht existiert jetzt definitiv nicht mehr, gut. Runter mit der Kiste und Ölpeilen und Öl drauf. Dürfen wir nicht vergessen, ne? Das ist echt hardcore. Richtig ist, nicht laufen lassen, ne? Weil das wäre eine sehr, sehr suboptimale Idee. Es ist im Endeffekt so gestellt, dass ein bisschen Rahmen aufsteht und Gefälle. Hab nur die Handbremse und Gang reingemacht, damit ich, wenn ich Handbremse und Gang rausmache, den Berg wieder runterrolle. Warte. Gang raus. Handbremse raus. Zack. Unten. Das mache ich damit. Aber sonst hätte ich einen Schubser geben müssen. Und diesen einen Schubser hätte ich eventuell nicht auf die Bremse, auf der Bremse abgerutscht oder so, hätte ich Probleme gehabt. So, eben Rampen aufräumen, eben Platz hier schaffen und dann Öl drauf. So Jungs, aktueller Ölstand, nix. Wir haben hier natürlich Öl und das geht jetzt darauf. Das ist der Plan wenigstens. Ah. So Schnurris, Ölstab sagt voll, aber es heißt nicht gleich, ist es voll. So, erstmal wieder Stab da rein, dann Deckel drauf, jetzt kommt der erste Motorstart. Was meint ihr, geht das alles gut oder fliegt mir das Ding gleich um die Ohren? Bin ich echt gespannt. Er hat gleich Öldruck, es kurz die Ölleuchte an. Also ich schätze mal die Ölleuchte ganz kurz an und danach ist er aus und das ist auch gut. Ich schätze auch mal ganz kurz klackern und danach nicht mehr.
Mal gucken, was meint ihr? Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir dann nochmal Öl nachkippen, weil da hat sich der Ölfilter nämlich gefüllt und wenn der Ölfilter voll Öl ist, dann ist das Öl wirklich erst voll. Hier übrigens, hier, geil eingestellte Tür, ne? Ja, geile Tricks mal hier aufzumachen. So. Na, ich würde mal sagen, da war genug Öl im Filter drin gewesen. Und hier, ja, der ist ganz zufrieden. Glück gehabt. Das war ungefähr das, was ich eigentlich haben wollte. Dass ich da halt kein Gefrickel mit habe. So, und jetzt kann ich mit euch wetten, wir haben wieder weniger Öl drauf. Wartet. Seht ihr? Minimum. Oder Unterminimum sogar. Das meine ich. Das macht einiges aus und viele vergessen das, ne? Wenn die Ölmüllfilter. Oh, Alter, Schluck auf. Wenn die Ölmüllfilter neu machen. So, ich komme noch drauf. Dann lasse ich nochmal wieder kurz laufen. Weil der klang nämlich gerade deutlich leiser wie vorher. Habt ihr das gehört? Weil das Öl sah ziemlich. Wie soll ich sagen? Da waren ziemlich viele Blasen drin im Öl. Ich gehe mal davon aus, es hat mir der Zeit der Feuchtigkeit gezogen oder was und ist nicht mehr ganz so gut gewesen. Also habt ihr nicht Unrecht. Wie gesagt, ich lasse mich auch von euch belehren. Ne? Und das bei dem Wagen genauso. Deswegen klackert der auch so laut. Also das ist der nächste Schritt, dass der Wagen auch auf die Straße kommt und das Öl kriegt. Also jetzt nicht der nächste Schritt, aber in der nächsten Zeit. Weil wir haben noch ein Trabi-Projekt vor uns, Gurkenmotor, neue Halle brauchen wir noch. Das ist so einiges, ne? Was jetzt kommt in der nächsten Zeit. Und Weihnachten kommt noch. Naja, ich mache mal eben hier Öl drauf und dann sehen wir uns gleich. Öl ist voll. Oberkante. Also Oberkante Motor nicht, sondern Oberkante Peilstab. Genau, eine Markierung. Jetzt reißen wir nochmal an. Und gucken mal, wie er klingt. Aha. Naja, tickert immer noch. Aber wie gesagt, das kann man sagen, wenn er einspritzt, bin ich mir ganz sicher. Alter, meine Mülltonne ist so voll, ne? Zumindest meine Lederjacke, nicht wundern. Meine Sommerjacke, meine Motorradjacke. Ich muss sie dringend wegbringen. Ohne Scheiß. Aber gut, da war wieder ein Schritt mehr, ne? Auf dem Plan von, wir machen den Golf fertig und bringen ihn auf die Straße. Ja, bringt aber alles nicht, wenn wir noch nicht damit gefahren sind. Ach. So, das Thema ist auch gegessen. Jetzt noch Thema Auspuff. Eben alles gucken, ob alles dicht ist. Ein bisschen sauber machen, vielleicht ein bisschen schwarz unten drauf. Also ein bisschen hier, ein bisschen Unterbodenschutz, ein bisschen sauber machen. Aber mir ist das nicht mehr. Der Wagen, der ist eigentlich schon so gut wie Street Ready, ne? Also Street Ready. Guck mal, ohne Scheiß. Licht geht alles. Standlicht funktionieren beide, seht ihr? Alles geht jetzt an dem Wagen. Innenausstattung ist jetzt gut. Da ist super Sitzen drin. Passt sogar relativ gut zu dem hier Pasadena Blau, was hier drin ist. Also, wir haben definitiv bald einen kompletten Golf. Wie gesagt, ist nicht ganz original mit der Innenausstattung, aber das können wir auch nicht ändern. Es ist halt so. Weil Pasadena-Sitze zu kriegen für einen bezahlbaren Preis, das ist gar nicht mal so einfach. Und vor allem gleich um eine Ecke und ne, mal eben so. Und die Dinger sind ja wirklich, hier sind ja wie neu. Ne? Echt wie neu. Bin ich sehr stolz drauf. Also das wird mir richtig im Bauch wehtun, den Wagen wieder abzugeben. Weil das ist echt ein Auto, da steckt jetzt wirklich viel Arbeit drin. Ne? Wie gesagt, ich habe fast jeden Arbeitsschrank. Arbeitsschrank. Ne? Arbeitsschrank. Ich habe fast jeden Arbeitsschritt mit euch dokumentiert und gefilmt. Ich denke mal, ihr seid mit dem Projekt auch so ein bisschen mitgewachsen und euch hat auch ein bisschen gefallen. Sonst hätten das ja nicht irgendwelche Leute angeguckt, sage ich mal, und kommentiert. Ja. Langsam aber sicher. Wieder ein Golf, ne? Ein Straßengolf. Mit TÜV. Hoffentlich. Aber ich mache mir so viele Gedanken damit gar nicht mehr drum, weil der ist wieder wirklich sauber, der Wagen, ne? Ach, übrigens hier an Svenny, ne? Ich habe geguckt, alle Fahrwerksschrauben sind vorhanden. Ich habe den Kommentar gelesen von dir. Dachte ich auch zuerst. Wenn da schon Schrauben fehlen, nicht, dass da noch ein Querlenker irgendwo abgeschraubt ist oder was, weil irgendwelche Teile abgebastelt wurden. Aber das ist alles komplett. Da war keiner mehr. Also unterm Auto war keiner. Da hat keiner dran rumgeschlachtet. Ja, was soll ich sagen? Das war schon wieder heute von unserem Golf.
Bald kommt noch eine große Aufbereitungsaktion, dass richtig sauber gemacht wird, einmal poliert wird. Einmal die ganzen Fingerabdrücke weg. Das sind diese typischen Werkstattfingerabdrücke, wenn ihr beim Arbeiten dran seid. Aber sonst. Ne, ich kann mich nicht beklagen, ohne Scheiß. Das ist ein sehr sauber durchgelaufenes Projekt. Bisher. Wie gesagt, was noch kommt, wissen wir ja nicht, ne? Alles fest. Bremsen sind neu. Handbremse funktioniert richtig. Kofferraum ist immer noch nicht aufgeräumt. Da müssen wir noch ein bisschen mit rein. Ne? Aber sonst, wie gesagt, der Rest ist nur putzen, sauber machen und aufbereiten. Ja, technisch haben wir ihn soweit eigentlich. Wie gesagt, technisch, motortechnisch mache ich nichts mehr dran. Wenn er fährt und die Probe gefahren hat und er gut fährt, bin ich zufrieden. Dann gucken wir uns den Zahnriemen nochmal an. Wie gesagt, ich habe einen Nachweis, dass der neu gemacht wurde. Und der stand hier, stand er jetzt 8 Jahre in der dunklen Garage. Klar, sagen viele sagen, mach neu. Aber wie gesagt, wenn ich das noch neu mache, dann sind die Arbeitsstunden da drin wirklich extrem hardcore. Ne? Und der Zahnriemen sieht wirklich noch gut aus. Auch wenn du ihn so anfasst, so mit einem Weichmacher und so weiter, fühlt sich halt an wie ein neuer Zahnriemen. Weil er hat kein Sonnenlicht gesehen, hat der Wagen. Deswegen macht mir nicht viele Gedanken. Ich bin mit den Reifen. Die Reifen, die haben auch kein Sonnenlicht gesehen. Ich habe teilweise Reifen im Lager liegen. Die liegen da schon über 10 Jahre irgendwo in dunklen Ecken. Und die machen auch keine Probleme. Die haben keine Standplatten, die sind nicht hart, gar nichts. Ne? Weil wir den Handschuh mal irgendwie zum Tor packen. Das brauchen wir heute nicht. Zack. Ja, ich muss dringend aufräumen. Ja, einmal räume ich hier noch auf, bevor ich hier alles aufräume. Der Umzug wird hardcore werden, wenn ich empfinde. Weil, wie gesagt, ich habe das Lager oben voll, hinten ist alles voll. Ich bin schon seit 4,5 Jahren hier. Ne? Das rufen wir übrigens auch heute hier. Weil die Gurken sind fast auf. Ich denke, das sind 2 Höflichkeitsgurken, die man drin gelassen hat. Warum Gurken? Hier, saure Gurken. Mein armer Einsatz für das Lagerabteil geworden. Was willst du machen? Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, das war's jetzt wirklich. Nächstes Video Golf 2 folgt. Aber nächsten Tag müssen wir die Hallenheizung von meinem Vater erstmal bauen. Damit wir erstmal da so ein bisschen hier, damit wir das auch fertig haben. Hab schon ein paar Experten da am Werk. Also wirklich Leute, die das auch mit auskennen. Rufen hat noch ein paar Berater dafür dazugeholt, dass das wirklich funktioniert, weil ich will meinem Vater so eine astreine Heizung dafür kriegen. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, haut rein, bis die Tage, legt euch hin, ne? Ich weiß, ich lege ja schon was hier rum, aber eine lange Arbeitstag erinnern mir. Ich mache noch ein paar Fanpakete jetzt auf, filme die ein bisschen ab, so wie ich es halt schaffe, ne? Dann würde ich sagen, ja, ne? Freut euch auf die Pakete, werden auch wieder Videos, wisst ihr ja. Ich finde es immer geil, ne? Danke für die Unterstützung übrigens. An jeden von euch. Voll geil. Auch so mit der Halle hier. Ich habe wieder Links zugeschickt gekriegt, so vielen hier Hallen, die zu vermieten sind. Aber Problem ist, dass es entweder zu weit weg oder zu teuer oder ist halt nicht hier, die wollen keine Schrauber haben. Oder es gibt eine Halle in Fahrrad zum Beispiel. Da ist das Problem, da ist die Einfahrt so hoch. Vom Boden her muss man sich eine Rampe bauen oder eine 4-Säulen-Bühne hinstellen. Aber ob das so alles genehmigt ist und erlaubt ist da und die Halle kostet auch 500 Euro, das ist genau meine Budgetgrenze. Keine Ahnung. Überlege ich mir eventuell noch, ob ich die mal angucke. Alter, Nase ist zu, so viel gelabert. Haut rein, bis die Tage. Und ja, Mutter, ne? Wie gesagt, wird. Ein Projekt, was wir fertig kriegen. Unglaublich, ne? Haut rein, ciao.